Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Ü40 Zocken. Bevor ich zu diesem Video komme, möchte ich euch natürlich noch ein frohes neues Jahr 2023 wünschen. Mit viel Glück und vor allem viel Gesundheit. Alles andere kommt dann schon von allein. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen, ohne irgendwelche Verletzungen oder größere Ausfälle. Der eine oder andere wird vielleicht einen etwas dickeren Kopf gehabt haben gestern. Aber schauen wir mal, was dieses Jahr so bringt. Ja, was diese neue Playlist jetzt bringt, das kann ich euch erklären. Und zwar habe ich voll Lust auf einen Iron Man Charakter in New World. Der eine oder andere wird es vielleicht schon bei anderen YouTubern gesehen haben. Ich verfolge da im Speziellen den Baggins TV und noch ein paar andere. Und die haben jeweils einen sogenannten Iron Man Charakter am Start. Was bedeutet das? Das heißt, wir müssen mit unserem Charakter, den ich jetzt hier neu erstellt habe, alles selber erwirtschaften. Das heißt, wir craften uns alles selber, wir looten. Es wird nichts im Handelsposten gekauft oder verkauft. Ausnahme davon sind natürlich die Häuser. Die Häuser kriegen wir eben nur dadurch, dass wir sie kaufen. Und aber die Kohle dafür und auch die Waffen und Ausrüstung und die ganze Levelei, das alles müssen wir selber machen. Wir werden uns, wie gesagt, keinerlei Ausrüstung oder irgendwelche Hilfsmittel aus dem Handelsposten besorgen. Und da habe ich richtig Bock drauf, denn ja, ich bin einer, der gern stundenlang irgendwie Holz fällt oder irgendwelche Mineralerze abbaut und so weiter. Werden wir mal schauen, wie schnell wir das Ganze auf Level 60 kriegen. Ich bin auch keiner, der da irgendwie durchrusht. Aber mittlerweile habe ich schon ein bisschen Erfahrung, kenne die Map, weiß, wo die verschiedenen Farmspots sind. Und dementsprechend dürfte das relativ spaßig werden. Ich habe mir natürlich einen neuen Charakter gemacht, komplett neu, auf einem Freshstart-Server, der mittlere Population hat. Und das ist der Server Imhotep. Wir sind gerade eben frisch gestrandet und wenn wir hier reinschauen, wir haben nichts außer unserem Startgear und das Ding hier nehmen wir auch weg. Ich weiß, es gibt mehr Schaden gegen Verlorene, aber das ist jetzt am Anfang eh Pillepalle, denn ich will hier ein cleanes, also ein ganz sauberes Spielfeld haben. Schauen wir gleich mal rein. Wir haben 2 Punkte zu vergeben. Da ich früher oder später auf Beil und wahrscheinlich Großschwert gehen werde, werde ich nur in Stärke und Konstitution leveln und mir dementsprechend natürlich auch schauen, dass ich Ausrüstung für Stärke und Konstitution kriege. So, die 2 Punkte können wir schon mal zuweisen. Entschuldigung. Und dann geht's los. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ja, vielleicht erleben wir noch ein paar neue Sachen zusammen. Also, erste Aufgabe kennen wir ja schon auswendig. Ganz ruhig. Nicht. Ja, der Einfluss der Verderbnis. Das liegt an. Aber ich. Leider ist es im. Du bräuchtest ein Häutemesser für den Anfang. Es sei denn. Gut, Häutemesser, kein Problem. Besorgen wir uns gleich mal. Wir besorgen uns ein bisschen mehr Holz, denn wir machen gleich alle Werkzeuge. Wobei. Die Werkzeuge kriegen wir im Verlauf der Quest. Doch, wir machen sie gleich alle, weil wir brauchen unterwegs. Brauchen wir ein Erntemesser, aber das kriegen wir von diesem Pechvogeltyp. Egal, ich mache das. Ich mache so, ich mache mir jetzt hier gleich alles. 6, das reicht. Und dann brauchen wir 5 mal Feuerstein. Feuersteine sollten wir gleich am Anfang auch massiv viele sammeln. Denn. Wir brauchen Feuersteine und Salpeter später. Salpeter könnte ein Problem sein, da haben sie nämlich irgendwie die Spawns ein bisschen geändert. Egal. Wofür brauchen wir Feuersteine und Salpeter? Ganz einfach, um Schießpulver herzustellen. Und mit Schießpulver können wir innerhalb kürzester Zeit unsere Ingenieurskunst auf Level 50 bringen. Was wiederum wichtig ist, um dann später die Stahlwerkzeuge herzustellen. Egal, fangen wir mal so an. So, jetzt machen wir erstmal das Häutemesser. Das wollen Sie ja von uns haben. Dass wir das machen. Dann die Erntesichel.
Die Bergbauhacke. Auch wenn ich mit den, ich werde natürlich versuchen, so schnell wie möglich an die Eisen, Werkzeuge zu kommen, denn Holzhacken mit Feuerstein oder Bergbau mit Feuerstein ist ja echt Pain in the ass, wie die Engländer sagen. So, die Angel, da brauchen wir jetzt noch Fasern dafür. Wir sind hier ausrüsten. Die Stiefel, die haben noch gar keine Attribute. Zack, die ziehen wir halt mal an. Wegen dem Rüstungswert. Beeindruckend. Nicht der So Handschuhe her ein damit. schönes, primitives Häutemesser. Es ist wichtig, dass man. Ja, sie stöbern hier überall im Gebüsch herum. Das ist So. ziemlich streitlustig, aber. Bevor wir uns das Wildschwein holen. Wir holen es doch gleich. Ist natürlich krass, ne, wenn man von einem Level 60 Charakter, mit dem man ewig spielt, der auch schon die hochwertigen Werkzeuge hat, wieder zurückgeht, auch am Anfang, wie lange alles dauert. Das ist schon ein erheblicher Unterschied. So, wir brauchen Fasern. Hier haben wir Hanf. Die Fasern brauchen wir natürlich für die Angel. So, jetzt in der Episode werde ich euch noch ein bisschen wahrscheinlich bis zum Erreichen der Stadt mitnehmen. Und zukünftig wird es natürlich auch so sein, dass ich erhebliche Mengen an Rohstoffen farmen muss. Dadurch, dass wir natürlich nichts kaufen können, müssen wir alles selber farmen. Und das werde ich natürlich dann rausschneiden. Also ich werde euch nicht stundenlang beim Holzhacken oder Bergbau zuschauen lassen. Also das wird dann zukünftig quasi im Zeitraffer geschehen. So. Jetzt machen wir erstmal unsere schöne Angel. Aktives Werkzeug. Und dann die kleine Ration. Und holen uns die Handschuhe ab. Ne, die Hose. Das duftet herrlich. Und ihr scheint es an dieser. Das ist wohl im Grunde direkt hervorragend. So, das Wenn Amulett dir werden zu wir. viele Verderber Ja. auf den Pelz rücken, solltest du dich besser zurückziehen. Und So. behalt deine Klinge im Auge. Das ziehen wir an, das ziehen wir Das an. Letzte, was wir brauchen, ist, dass du wie die da draußen wirst. Gut, los geht's. Wir müssen auch hier unterwegs die Augen aufhalten. Denn hier liegen ja auch die ganzen Waffen rum. Ihre Gefährten gnadenlos vernichten. Sie sind der Verderbnis anheimgefallen. So, wie gesagt, Stärke und Konstitution sind erstmal Priorität. Ja, hier liegen ja überall die Waffen rum im Startgebiet und was ich hier bisher noch nicht gefunden habe, ist das Beil. Aber gucken wir mal. Ich bin am falschen Schiff, merke ich gerade. Hier bin ich richtig. Fünf Stück müssen wir killen. Eins. Da wollte ich eigentlich blocken, aber ich vergesse es immer. Aber das spielt jetzt am Anfang auch alles gar keine Rolle. Würdest du bitte da hochspringen? Danke. Waffen auch alle mitnehmen, selbst wenn wir sie nicht benutzen, kann man alles zerlegen. Ganz wichtig. Das Schild. Schauen wir mal, was hier drin ist. Das Bauernhemd. So, wir haben schon fünf, aber wir schnüffeln hier trotzdem noch mal rum. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Und die XP, die können wir ja mitnehmen.
spawnen aber schnell nach hier so. Hier liegt nichts, oder? So, Schwert und Schild, auch wenn ich eigentlich nicht vorhabe, damit was zu machen. Nehmen wir den. Da hinten liegt doch irgendwas. Der Bogen. Nehmen wir auch mit. Ja, das war diesmal richtig getimed, der Block. Und wir müssen natürlich jede Kiste öffnen, die wir sehen. Schwierig wird es beim Craften, denn wir können uns jetzt nicht einfach nur hier irgendwie die Mods, die Herstellungsmods kaufen, die wir brauchen, um bestimmte Attribute auf die hergestellten Sachen zu kriegen, sondern wir müssen echt drauf vertrauen. Entschuldigung, ich musste euch gerade kurz muten. Wir müssen da echt drauf vertrauen, dass wir die dann irgendwo rausziehen aus irgendwelchen Kisten oder Loot Drops. Okay. Ja gut, komm du auch noch her, komm. Okay. Nur mal kurz gucken wegen dem Hemd. Na ja, komm, zieh das an. Sieht besser aus als das, was wir anhatten. Und natürlich müssen wir alles, was wir nicht brauchen, zerlegen. Verdammt, bei dem Schild hier Patronen natürlich da rein. Da nehmen sie nämlich kein Gewicht weg. Jetzt treffen wir dann gleich mal auf die gute Grace. Gut gemacht. Eine furchtbare Arbeit, ich weiß. Der Sturmwald, ich fürchte, du bist dir der Gefahren eines solchen Unterfangens nicht recht bewusst. So, aber du hast 3,8% mehr Gesundheit. Nehmen wir. Halte deine Waffe bereit und erledige so viele Verderben wie möglich. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwo das Beil finde, weil dann steigen wir sofort um auf Beil. Und skillen dann natürlich dementsprechend die Beilmeisterschaft. Entschuldigung. Seeleute schließen sich uns an. Und schon bald die ganze Menschheit. Hier liegt nichts rum? Nein. Irgendwo war hier eine Kiste. Da. Der hat es natürlich gesehen. Man muss sie einfach lieb haben. Ich wollte dich ja ihn treffen mit dem Rückenstich. Ich kenne einen sicheren Ort. Hier entlang.
Das heißt, bleibt sie kurz stehen. Schlendert weiter und dann fängt sie das Rennen an. Wir gucken aber trotzdem mal hier rum. Weil ich habe diese Waffen schon an den komischsten Orten gefunden. Ich verstehe es noch nicht, als diese neuen Startgebiete quasi auf dem Testserver waren, dann gab es ein Startgebiet, da waren alle Waffen in so einem Waffenregal gleich am Anfang am Strand. Da konnte man sich seine Waffe auswählen und gut ist. So, die Dinger sind natürlich auch wichtig. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich freue, einen echten Menschen zu sehen. Ich dachte schon, ich wäre ganz allein hier. Der Rest der Welt ist komplett übergeschnappt. Perfekt. Ich dachte mir schon, dass irgendwo eine Stadt in der Nähe ist. Wollte nachsehen, sobald ich hier... Das ist nicht mein... Natürlich. So gefällt. Okay, von ihr kriegen wir den Speer. Mal kurz hier rumgeguckt. Okay. So, was haben wir denn? Schwert und Schild, noch ein Punkt. Bom, 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 bom. Wirbelklinge aufgerissen. Jawohl. Weiter geht's. Bald werden sie sich bestehlen. Wie Ratten, die um Abfall kämpfen. Da, das nehmen wir mit. Die Pikis sind hier ganz zivil. Solange man sie nicht beim Schlafen stört. Ich glaube, hier kann man... Ne, irgendwo konnte man schon so hoch. Wo war denn das? Hier war es, genau. Zack. Die liegen hier schön im Mondlicht und pennen vor sich hin. Hier noch? Ja, da liegt das Großschwert. So, pass auf, Großschwert. Klatschen wir uns gleich mal auf die 2. Ich bin eigentlich kein Freund vom Großschwert, aber das hat halt echt Wumms. Sieht so aus, als würde da was liegen. So, sie gibt uns jetzt den Speer, den wir auch nicht brauchen. Ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Das Wichtigste, leider hatte... Sehr gut, das wollte ich hören. Der Großteil unserer Fracht ging auf See verloren. Sander Grace persönliche Flagge, okay. Hier vorne ist auch irgendwo eine Kiste. Hier ist die Kiste. So, die haben wir abgehängt. Dann weiter geht's. 10, 10. Ja, hat wieder einer noch einen Böller übrig. Arbeiterbrille, genau die brauche ich jetzt unbedingt. Unbedingt. Da liegt die Muskete. So ein Schusswaffenbild wäre eigentlich auch mal eine interessante Geschichte.
Aber ich finde halt... Haben wir hier unten irgendwas? Nee, ne? Ich finde halt den Berserker mit dem Beil einfach episch. Feuerstab. So, jetzt schauen wir mal hier noch ein bisschen rum. Wie gesagt, ich habe das Beil noch nicht gefunden. Da ist der Lebensstab. Theoretisch müsste das Beil auch irgendwo rumliegen. Schauen wir mal kurz rein, was wir hier alles haben. So, die können wir mittlerweile auf die 3 tun. Nicht, dass wir sie bräuchten, Grubenarbeiterbrille. Na komm. Ja, ja. Ach, herrlich. So, das Zeug kommt alles weg. Die kommen hier hin. Okay, und wir müssen natürlich schauen, dass wir schon von Anfang an irgendwie an das Arzort rankommen. Denn das wird die einzige Möglichkeit sein, die fehlenden Herstellungsmods auszugleichen beim Crafting. Ich hätte halt wirklich gern das Beil am Anfang schon. Aber ich weiß nicht, wo es liegt. Sonst müssen wir halt so weitermachen und dann hoffen, dass irgendwo ein Beil droppt. Okay. Zurück zum Typ. Und zu Grace. Willkommen zurück. Wie schön, dass du noch unter... Während deiner endlich... So, dann reden wir mal mit ihr. Ich bin echt dankbar, dass du mir meine Flagge und all das zurückgeholt hast. Aber erwarte bitte nicht, dass ich gegen diese rotäugigen Dämonen zu Feld ziehe. Tapferkeitsmedaillen sind mir egal. Ich nehme lieber bare Münze. Der gute alte Wächter Layson Rees erwähnte eine Stadt. Ich werde dort die Beute verkaufen. Ich verwahre deinen Anteil bis zu deiner Ankunft. Ich selbst werde auf ein Schiff sparen, mit dem ich dieser Höllen ins Wächter Layson Rees hat mir jede Menge erzählt. Wie? Okay, Mädel. Nette Unterhaltung, aber wir haben doch keine Zeit. So, weiter geht's. Jetzt räuchern wir erstmal hinten die Höhle aus. Ist immerhin der Sturm. Ich war verflucht. Ja, ich gehe schon rein. Keine Sorge. Ich mach's allein. Bleib du hier. Sie werden erleben, was wahre Macht bedeutet. Die wahre Zukunft der menschlichen Rasse. Stoffhut der Verderbnis. Der kommt auch weg. Der kommt weg. Die Tante da oben ausschalten? Ja, genau. So, da hinten gibt es, glaube ich, noch eine Kiste zu holen. Und hier gab es früher immer Salpeter. Das haben die irgendwie weggepatcht. Oder ich bin blind. Weil hier konnte man dann später auch immer durch diese Höhlen durchlaufen, den Salpeter einsammeln und dann echt easy Schießpulver herstellen.
Aber der ist nirgends mehr zu sehen. Eisstulpen, ja genau. Die brauche ich. Die Kiste habe ich die gar nicht geholt. Mann, 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 geht schon gut los, ne? Vorhin sage ich noch nicht, wir müssen jede Kiste aufmachen. Ja, der Lebensstab, genau. Den brauche ich auch nicht. So, lass mich rein hier. Genau, wenn man hier oben nämlich lang gegangen ist, gab es massig Salpeter. Hier ist gar nichts. Gar nichts. Erledigt. Lederhut. Holen wir uns oben noch schnell die Kiste. Auf dem Nachhauseweg. So, ich denke, in der Folge werden wir es noch bis in die Stadt machen. Und dann werden die nächsten Episoden etwas anders ablaufen. Stiehlst, was mir gehört, greifst meine Anhänger an und durchkreuzt meine Pläne. Jetzt ist es persönlich. Jetzt ist es was Persönliches. Okay. Da spiele ich mit. So, holen wir uns noch schnell den Auftrag ab, in die Stadt zu gehen. Grund, du hast es unterbrochen. Wer schon länger... Ich mache dich nicht gern zum Überbringer schlechter Nachrichten. Alles gut. So, gucken wir mal schnell. Gib den Bericht einfach der Wache am Tor. Gönn dir dann ein Hörnchen Met in der Taverne. Du hast es dir. Ein Hörnchen? So. Das kommt weg. Lederhut. Kommt auch weg. So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Das ist so, wenn abends um 8:30 der Chef noch eine WhatsApp-Nachricht schreibt. Ja. Naja. Ne? Früher, ich meine, die meisten von uns, also zumindest die Ü40er hier auf dem Kanal, die Komm näher. Du sollst die ganze Wahrheit erfahren. Die wissen noch, wie das früher war. Ne? Da ist man um 18 Uhr aus der Arbeit raus und dann war Sense. Ne? Von wegen. Okay, Telefon hat man natürlich schon gehabt, klar. Die Insel hielt seit jeher das Versprechen. Das überspringen wir auch, kennen wir eh schon alle. Ja, da war dann einfach Schluss. Da hat man abends um 8:30 hat man auch nicht bei irgendwelchen Leuten angerufen und gesagt, hier, kannst du morgen bitte das und das machen? Leg mir halt einen Zettel rein, ich lese es doch morgen sowieso. Das ist halt alles mit dem Internetzeitalter und den Handys hat sich das alles so dermaßen verändert. Peggys, die sind ganz friedlich. So, er hier. Mache ich, ich hole deine Trüffel und optional lese ich auch noch ein paar Beeren. Ha, gerade noch die Kurve gekriegt. Ich weiß nicht, ob das optionale, wenn man das macht, ob das mehr XP bringt, aber ich mach's halt. Das war jetzt ja auch kein großes Ding. So, die Piggys hier, die sind ein bisschen aggressiver, wenn sie einen sehen. Problem ist der Fettsack da oben. Der Boss.
Der bewacht aber auch noch so eine Kiste. Mal schauen, wann er mich bemerkt. Okay. Tuark, die Bestie. Das einzige Problem ist, dass der letzte Trüffel natürlich genau vor seiner Schnauze liegt, ne? Ich meine, der ist jetzt kein Problem, aber es muss ja nicht sein, ne? Das ist auch mal austesten. Wir könnten Glück haben, dass der Baum dazwischen ist. Ja, das war klar. Was, wenn ich die Kiste genau neben ihm loote, das sieht er nicht. Gehen wir noch ein bisschen mit dem Großschwert. Was hat er gedroppt? Arkane Stickerei und ein Gesundheitstrank. Okay. Entschuldigung. Uns die Trüffel ja doch noch holen jetzt hier, den letzten Trüffel. Sonst pass auf. Ja, wir gehen mal ein Stück weg. Hängt hier nicht noch irgendeine Notiz? Nee. Aber hier an dem Feuer liegt eine. Also, jetzt schauen wir uns das mal kurz an. 100, 200, das ist genau die gleiche, die uns der Pechvogel gegeben hat. Aufgabengegenstände, okay. Es geht weiter, Freunde. So, jetzt haben wir natürlich gleich den nächsten Punkt. Zurzeit läuft noch das Weihnachtsevent, aber ich werde mit dem Iron Man, das Schwein, es ist immer das gleiche, wenn ich hier hochlaufe. Greift mich dieses eine Schwein an. Also, wir werden diese Weihnachtsgeschichten nicht einsammeln, auch da nicht dran teilnehmen, weil das ja im Endeffekt wäre das ja eine Begünstigung und würde diesem Iron Man Gedanken entgegenstehen. Jetzt kommt das nächste Schwein. Und wir lassen natürlich nichts liegen. Ne? Also jedes Tier, das getötet wird, wird auch gehäutet. So, und wir haben fürs Großschwert auch schon Punkte. Da gehen wir hier auf den. Genau. Reise nach Britwin, das ist auch so eine Geschichte mit den Stadtnamen, die dann irgendwann mittendrin geändert wurden, aber teilweise auf der Map immer noch so sind wie früher. Also, da haben sie ein bisschen irgendwie was durcheinander gebracht. Ich finde die Neugestaltung von den Ortschaften haben sie gut gemacht. Willkommen in Pridewin. Gegründet zur Herrschaft in seinem Bericht. Ja. Ich spitze tagelang aus den Legenden berichten. So, jetzt haben wir rechts hier den Pechvogel. Ach, da kommt ja meine Rettung in der Not. Der Rufaufstieg. So, du kannst dein Haus kaufen. Danke. Was ist jetzt? Hallo? Was ist hier los? So,
Wir machen erstmal EP-Zugewinn, weil wir werden uns eine ganze Weile lang hier in Königsfels aufhalten. So, Level 7, kurz vor 8. Wir stellen uns hier noch kurz vor. Auch hier natürlich am Weihnachtsbaum keine Geschenke. Wir werden auch genau nur einmal hier in den Handelsposten reinschauen. So, der Schnellreisepunkt ist ja automatisch offen, okay. Und zwar jetzt gleich, wenn Grace uns das als Quest gibt. Hier gibt es noch was zum Einzusammeln. Zack. Und bam, Level 8. Ich werde es jetzt eine ganze Weile lang immer halbwegs ausgeglichen verteilen. Bis wir zu der Phase kommen, wo es dann 3 Punkte gibt. Sie hat es im Verlauf der Jahrhunderte nur ein. Du wirst dich im Gasthof sehr wohlfühlen. Genau, der Gasthof. Die Verderbnis wird sie alle holen. Sie zu warnen ist vergeblich. Sie sind blind gegenüber der wahren Gefahr. Also ich würde sagen, wir machen es mal bis Level 10. Das hat es ja gleich. Schlafe hier und fühle dich wie ein König. Möchtest du ein Zimmer? Zweifellos. Sind wir nämlich schon gleich bei 9? Wir beide sind nun. Ja, da draußen gibt es einen Handelsposten. Ein erstaunlich lebhafter Mann. Du solltest den Handelsposten aufnehmen. Königsservice, Rufaufstieg. So, was für uns natürlich wichtig ist, ist eigentlich alles, was jetzt da steht. Herstellungsgebühr. Wir fangen mal mit der Herstellungsgebühr an. Die Handelssteuer spielt keine Rolle, aber die Aufbewahrung wäre noch wichtig. So. Honig, den nehmen wir auch noch gleich mit. So, machen wir hier auf. Danke. So, hier können wir eigentlich schon mal alles reinschmeißen, ne? Das können wir aufmachen. Okay. Der Hut 190er, zack. Die Brille kommt weg. Das Essen, ja komm. Erstmal alles da rein. Leder, Weberei, Holz, Steinmetz, Farbstoff. Das da wird alles geschreddert. Gut, dann schauen wir kurz hier rein. Ne? Merkt euch gut, wie es ausschaut. Das werden wir in der Playlist nicht nochmal sehen. Mit Sir Payne, Level 9. Jetzt können wir eigentlich mal alles reparieren. Den Mist zerlegen. Steinmetzkunst. Zweimal Feuerstein erhalten. Oh, wie oh, ja, nun. Ich hoffe. Ich meine, ich bin zuversichtlich. So, jetzt nur noch kurz hier mit der Oberfrau hier reden. Leute, mir tut alles weh. Ne? Heute ist der 2. Januar. Ich habe gestern, das Wetter war super. Ich habe dann gestern gleich mal eine 50 Kilometer Radtour gemacht. Was normal nicht viel ist. Es ist aber einfach nur eine Runde hier in der Umgebung. Aber ich habe schon gemerkt, also das lange nichts tun. Und jetzt habe ich überall Muskelkater. Tritt ein und das höre ich gerne. Ich glaube, Sir Payne gibt ein gutes. Seit wir bieten. Die Mine ist ein tragender Pfeiler Brightness und für viele die Quelle ihres Lebensunterhalts. So, jetzt hat. Ab jetzt wird es dann langsam ein bisschen interessanter. Geschick. 82 Schnittschneider. Das ist es mir nicht wert. Ich habe keinen Bock drauf, mir irgendwas einzubauen, was meine Werte kaputt macht. Da habe ich keine Lust. So, wir schauen jetzt hier unten nochmal schnell. Hier gibt es, glaube ich, noch eine Quest. Und hier gibt es noch was zum Riesen. Ah, die gute Bessie. Die will doch gemolken werden. Kenne ich schon alle beim Namen. Bessie, Sherry und...
Den anderen habe ich vergessen. Aber wir werden sie sehen. Das nehmen wir mit. So, die will ihren Honig haben. Sie sagt, ja, Honig. Honig so köstlich, dass man ihn Teufelshonig nennt. So, dann haben wir hier unten noch den Schmiedetyp. Den holen wir uns auch noch. Und dann auf der anderen Seite ist noch die Tante, die ihren Mann in der Mine vermisst. Das können wir alles in einem Aufwasch mit erledigen. Genau. Der will, dass wir da die Hacken holen. Und sie will, dass wir rausfinden, was mit ihrem Mann ist. Liebe hält ein Ja. Das wäre entzückend. Und das ist alles im Bergwerk und nebendran. Also total easy. So, hier greifen wir jetzt noch ein paar Kisten ab. Die ersten drei dürften relativ problemlos gehen. Oh, Wachposteninsignia, schon mal sehr gut. Gerbstoff. Hier sind schießwütige Leute unterwegs. Hier kommt es gleich zum Kampf, das weiß ich. Der Wolf. Ja, das ist immer der gleiche Wolf, der Ärger macht. Aber der bezahlt auch jedes Mal mit seinem Leben. Ne? Unvernünftiges Tier. Auf Krawall gebürstet. Und der da hinter der Mauer auch. Sobald ich an die Kiste gehe. Ja. Aber er lässt mir wenigstens noch Zeit. Großschwert des Waldläufers ist aber schlecht. Er hat bestimmt Geschick drauf. Noch da drüben ist noch eine Kiste. Da kommen wir vielleicht ran, ohne dass der Wolf getriggert wird. So viel haben wir jetzt nicht mehr bis auf Level 10. Dann reden wir jetzt mit der Aufseherin. Das müsste eigentlich reichen, um den Level 10 zu kriegen. Und dann in der nächsten Folge springen wir hier rechts durchs Bergwerk. Nur nicht so nah. Nichts da. Oh, jetzt schickt sie jemanden. Damn. Einen Fremden. Eine Zeit lang haben einige der Bergleute die Stellung gehalten. Du bist tapfer. Das muss ich dir lassen. Aber so. Wir sprechen hier nicht von ein paar Hutzen. Hier drüben gibt es noch was zum Einzusammeln. Gut, Level 10 ist erreicht. Schauen wir mal hier rein. Taschenslot haben wir freigeschaltet. So, was haben wir hier jetzt drauf? War ja klar, Waldläufer, Geschick. Weg. Weg, die Spitzhacke. Ja, die nehmen wir auf alle Fälle. Ja. Wenn du kommst weg, Feuersteine brauchen wir so oder so. Alles reparieren, bevor es losgeht. Nochmal einen kurzen Kassensturz. 245 Gold haben wir, 24 Ersatzteile. Arsauf haben wir noch gar keins. Wie gesagt, da müssen wir dann auch gucken, dass da ziemlich viel reinkommt, so viel wie nur geht. Punkte. So. 14, 14. Ja. Gut. Freunde, das war also die erste Folge vom Iron Man.
Bis jetzt war es natürlich noch nicht irgendwie spektakulär, ist noch gar nichts passiert. Wir kennen das alle am Anfang, die ersten paar Level. Interessant wird es jetzt dann, so langsam geht es jetzt dann los. Aber so ab Level 20, wenn wir dann die Stahlsachen und so herstellen können und auch benutzen können, 17, 18, 19, 20, das wird interessant. Ich denke, das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall erreichen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt, Kritik, Lob, Anregung oder irgendwelche Tipps und Tricks hier für diese Ironman-Geschichte, dann tut euch keinen Zwang an. Einfach unten in die Kommentare posten. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Bis bald, euer Ü40.